Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Boys. Ja, könnt ihr mir eigentlich sagen, wie viele Leute hier in diese Friendslist reingehen? Denn es ist ja unglaublich. Ich habe heute schon, ich weiß gar nicht, bestimmt 5-mal oder so oder 10-mal, ich weiß es gar nicht mehr, die Friends-Requests hier. Da können ja nur 10 rein, gelöscht und ihr seht das hier, das Ding ist schon wieder voll. Ich lasse das jetzt auch so, dann kriege ich wenigstens keine neuen rein und man kann natürlich hier... Ja, man kann seinen Freunden immer zugucken. Ich möchte das ja nicht mehr machen, denn aus der Folge von gestern habt ihr ja gesehen, das kann auch mal daneben gehen. Und ich habe den Joost hier einfach drin. Ich habe ja gestern einfach ein paar angenommen, aber es ist echt ein cooles Feature, cooles Stalker-Feature. Aber worum geht's eigentlich in dieser Folge hier? Ja, ich wollte euch eigentlich ein paar nette CK-Angriffe zeigen, denn unser Gegner war... Ja, relativ stark. Das habt ihr gestern gesehen. 520 Wins, das ist ja nicht von Pappe. Und genauso hat aber auch der Gegner agiert. Und bevor ich aber in die eigentlichen Clan-Kriegskämpfe gehe, einige schreiben immer in die Kommentare, ah, Tuto, geh mal RH11. Ja, mache ich, aber ihr seht das. 9 Tage noch der Erdbebenzauber. Danach noch die Bogenschützin. Danach noch die Barbaren. Also es dauert noch ein bisschen. Und ihr seht das hier, ich bin auch relativ voll immer... vom Gold und wird auch immer nett abgefarmt. Ne, 513.000, 248.000, 405.000, ich spreche nur vom Gold, 404.000 und immer schön die Max-Leute hier, die mich hier so richtig schön abfarmen. Ich mache dann in der Zeit hier, wenn überhaupt, einen Angriff und ihr seht, dass meine Helden pennen noch. Wir gehen aber jetzt einfach mal rein in einen Angriff, den ich euch trotzdem zeigen kann. Es war ja eine Pause und dann quatschen wir einfach ein bisschen weiter. Jo, da sind wir in der ersten Aufnahme hier. Ein Angriff von mir auf die Nummer, ja, ihr seht das hier, 22. Also ich, der Neuner, auf die 22. Hier unsere Neuner haben es irgendwie versäumt, hier die Bases zu machen. Und hier wird auch rumdiskutiert. Also in den letzten Tagen ist hier richtig viel los im Chat. Verschiedenste Themen kommen da auf und auch immer wieder, ah, was nehme ich für Truppen, für welche Base. Ja, der Gegner ist stark, hat starke Bases, gar keine Frage, aber... Leute, da müsst ihr einfach mal eure Pobacken zusammenkneifen und mal Gas geben hier. So wie ich das mit dem Alex auch gemacht habe. Und ich wollte eigentlich, ich hatte die Truppe erst für Nummer 18, glaube ich, gebaut. Da war nämlich noch kein Stern drauf. Da waren jetzt aber dann doch 2 drauf. Und ich habe gedacht, komm, dann füllst du hier unten auf mit dem RH9er hier und... Ja, so ein bisschen ist es mir auch entglitten. King geht außenrum. In der Mitte kriege ich die Truppen, ja, relativ gut gegiftet, denke ich mal, in der Zeit. Und ich kann gar nicht alle Angriffe oder nicht alle Angriffe zeigen. Natürlich nicht, weil uns natürlich mal wieder eine Wartung reingeballert wurde. Und in der Wartung heißt es ganz am Ende, due to maintenance, replays will become unavailable. Ja, das heißt so viel wie, ja, nach der Wartung sind die Wiederholungen nicht verfügbar und ja, dann habe ich natürlich als YouTuber immer ein bisschen Pech und habe auch hier Pech. Alter, was waren da viele Riesenbomben. Ich habe gedacht, wo sind meine Schweine alle? Alle Schweine hier verreckt. Guckt euch das an hier, die Bombenkrater. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bombenkrater hier, alle Mauerbrecher sind mir hier gestorben, aber ich habe noch die Heiler dabei, die Bowler und die Päcker, die kriegen jetzt zwar einen netten Beschuss. Außen geht der King. Ja, erst habe ich gedacht, ach scheiße, er geht außen lang, aber ich habe noch einen Heilzauber dabei gehabt, den hatte ich eigentlich für meine Hawks da, nur waren die nicht mehr, die waren nicht mehr vorhanden und deswegen musste ich mich hier so ein bisschen durchquälen. Also Mut zur Lücke hier und letzte Luftabwehr hier noch geschafft, also meine Heiler schaffen es hier noch schön die Päcker hochzuheilen und das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt habe ich natürlich meinen King zünden müssen, damit er ein bisschen vor der Kanone wegrennt und hier außen noch ein bisschen weiter klärt. Die Päcker machen das Geschäft natürlich innen drin, gar keine Frage. Da ist nur noch ein Bogenschützenturm und eine Luftabwehr. Das ist überhaupt kein Ding für die Jungs, aber ja, es war dann ganz, ganz knapp am Ende. Der King muss sich dann auch noch gleich noch durch eine Mauer bohren. Ah, das ist immer sehr, sehr schade. Ich hatte mir jetzt schon ein bisschen vielleicht zu früh gezündet. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe ja im Chat habe ich gesagt, Leute, ich habe 100 Bogenschützen dabei. Ja, und
Immer wieder, ihr seht das hier so leicht rechts schon. Ja, 6 Sekunden, 5 Sekunden. Wir schaffen die Kanone noch. Was soll ich sagen? Ohne Worte. Ja? Ohne Worte hier. Was willst du machen? Ich habe selber mal wieder drüber gelacht. 1000 Bogenschützen hier dabei, ein Kobold dabei. Bauhütte. Alter, das geht gar nicht. Naja, egal. Ihr seht das hier, wir haben 55 zu 67 steht es hier, 42 Minuten vor Schluss. Damit seht ihr auch, dass ich immer ganz, ganz aktuell an den CKs aufnehme hier. Ich bin auch nur ein normal arbeitender Mensch. Und deswegen, wir können uns gar nicht so viele Wiederholungen anschauen. Das ist das Doofe hier an diesen Wartungen. Und ich gucke mal, ab wann das hier eigentlich losgeht. Ja, ich habe natürlich 3 kassiert. Ihr seht das hier. Eieieiei. Naja, was willst du machen? Ist egal. Tom hat auch 3 kassiert. Der Rorschach hat hier nochmal angegriffen. Mal schauen. Heute werden sicherlich einige Köpfe rollen hier, denn so einer wie Rorschach, der echt so lange wartet hier, bis kurz vorm Schluss des CKs mit seinen RH9 Angriffen. Ja, und wir 10er wissen nicht genau, was müssen wir machen? Müssen wir noch irgendwo einen hohen 9er machen oder so? Mein Herr, das göbelt einen wirklich an. Aber was ist eigentlich in der Wartung passiert? Ja, in der Wartung, wer es nicht gelesen hat, ich weiß gar nicht, ob es da deutsche News rüber gibt. Ich lese die immer im englischen Forum, also im Original Clash of Clans Forum. Und da kommen die natürlich in der Regel erstmal auf Englisch raus. Und ich weiß, wie gesagt, auch gar nicht, ob die überhaupt in Deutsch rauskommen. Aber es gab ja Probleme mit dem Wort Adult im Clan. Das heißt also, wer ein solches Wort im Clan hatte in der Suche, die wurden nicht gefunden, beziehungsweise das war irgendwie gesperrt oder so. Und die Golem-Upgrade-Kosten sind jetzt nicht mehr so hoch. Das heißt also, sie wurden rückwirkend reduziert, Level 7 below. Also sind die Golems jetzt etwas günstiger in der Herstellung bzw. im Forschen. Das finde ich gut, hat Supercell gut gemacht. Denn das war ja ein, ich glaube, das kam aus der Community auch raus, dass dort die Kosten dann wenigstens für den Golem ein bisschen runtergesetzt werden. Und der Crusher, das habe ich heute auch gemerkt, im Nachtdorf hat immer noch zertrümmert, obwohl er hinter einer Mauer steht, ist immer noch runtergegangen. Habe ich heute auch am lebendigen Leib einmal erfahren. Und ihr seht das hier links unten auch. Ah, das ist auch cool. Während ich eine Wiederholung zeige, verpasse ich eigentlich keinen Live-Angriff. Ja, ihr habt es gerade links unten gesehen. Ich bekomme dann kurz einmal gekreuzte Schwerter und könnte hier eigentlich jetzt rausgehen. Aber wir wollen den Angriff einfach mal zu Ende gucken. Und was gab es eigentlich noch? Der Online-Status war nicht korrekt abgedatet für auf dieser Chat-Seite. Das heißt also, wenn man da sieht, 10 Leute sind online, dann hat das nicht immer ganz gepasst. For a small number of players, heißt also für eine kleine Anzahl von Nutzern. Und die Clan Recommendations were empty in rare conditions, heißt es hier. Ja, die Clan-Beschreibung hier ist für die Tonne, denn ich wollte die heute Abend auch editieren, aber irgendwie im Chat und in den Clan-Beschreibungen, da sind irgendwie irre viele Leerzeichen drin, die Zeilenumbrüche passen nicht. Ja, da weiß ich auch nicht, was ich da machen soll, denn ich wollte das heute mal editieren. Es ist mir nicht gelungen, weder am PC noch am Handy. Und wir haben hier, wir haben einen Live-Angriff drin, da sauber. Das ist der Mohe, der wird uns leider gleich wieder verlassen. Ist aber nicht schlimm, denn er war hier zu Gast. Freut mich, dass ich ihn jetzt noch in dieser Folge hier drin habe. Denn ist ein guter, ist netter Clasher. Netter Clasher, muss ich sagen, hat sich hier gut eingefügt. Hat auch ganz klar gesagt, Leute, ich bleib mal so 1-2 CKs. Hat er auch hier gemacht, hat schön gespendet. Immer so ein bisschen Chat aktiv. Also, ja. Gefällt mir und ich denke, das weiß er auch und legt hier hoffentlich jetzt nochmal einen Dreier hin. Aber hier hinten sind nur noch 3 Defense-Gebäude. Ja, hier, da tankt der Golem mit dem King noch und die beiden sind auch voll in Heilung. Jetzt kommen hier noch ein paar Bowler, aber er ist auch Max RH
10 hier. Ah, das er. Eigentlich ärgert es einen ja ein bisschen. Ich lasse solche Leute ja ungern gehen, aber ich spreche dann auch nicht dagegen. Ja, wenn wir schon so einen haben, dann bin ich froh, wenn er mal mitspielt. Vielleicht kommt er mal wieder. Er hat gesagt, wir sind eine coole Truppe hier. Auch dafür vielen lieben Dank. Und solche Lobe hören wir natürlich gerne. Und stimmt schon, wir sind hier eine coole Truppe. Mal aufwärts, mal abwärts. Mensch, das ist Clash of Clans, das ist ein Spiel. Aber hier hat er schöne 100% geholt. Ja, ein Live-Angriff hier in der Folge. Besser geht's ja für mich gar nicht, wo ich ja gar nicht mal so viele Wiederholungen habe hier von den War-Events. Der Miet hat hier noch den Fünfer angegriffen. Okay, den nehme ich mir gleich vor. Und der Flashloop hat sich hier einen Neuner geschnappt. Ja, so ist das. Unsere Neuner waren diesmal, ich hätte fast gesagt, eher schwach. Sie waren eher schwach und da müsst ihr ein bisschen dran arbeiten und euch einfach mal so ein bisschen ein paar mehr Taktiken anschauen, wie geht was und nicht eure Heilsbringer-Geschichten einsetzen. Das heißt, nichts anderes als, ich habe die letzten 3 CKs immer mit Hexen gewonnen. Das mache ich diesen CK auch, so ist das leider nicht. Und vor allen Dingen die aus TW2 hier dazugekommen sind mit ihren nicht so wirklich starken Helden und Heldinnen. Das soll nicht abwertend klingen, ja, aber die merken schon, dass hier in dem Clan etwas anders die Post abgeht als noch in True Warriors 2. Da sind wir auf einem ganz harten Weg zu Rathaus-Level, zu Clan-Level 7. Auch wenn wir da verloren haben, spielen wir schöne CKs da. Das macht aber nichts. Und der Flashloop, ja, macht das hier relativ geschickt. Dann als RH10er ist er auch nicht so wirklich maxed. Mit 21er Queen und 25er King ist das ja nicht wirklich stark, aber die Miner auf Level 3 hier für eine 9er Base, Queen Walk vorweg. Damit kannst du natürlich was reißen hier. Und 18, ja, das war ja die Base, die ich mir eigentlich ausgedacht hätte. Die hätte ich mit dem Packer Walk gemacht. An der Stelle, und ihr seht sie wieder hier links unten, kurz einmal Warmap. Die gekreuzten Schwerter auf der Karte, das signalisiert, dass noch angegriffen wird. Und ich werde ja gleich auch meinen Angriff noch machen. Also ich habe mir die 5 rausgesucht, wo gerade jemand noch einen Stern geholt hat. Aus dem unteren Bereich. Da mache ich gleich mal einen Angriff. So ein bisschen will man ja auch sein Gesicht wahren hier. Gegenüber dem Gegner, aber schon mal Glückwunsch nach drüben. Toll gemacht hier, super CK. Und ist hier eine Mixed War-Truppe, so wie sie sich auch in der Beschreibung geben. Das heißt also, hier gibt es 11er, hier gibt es 10 halber, 9 halber, 9er. Das ist tatsächlich ein guter Truppenmix hier. Und ich denke mal, die 520 CK-Siege, die unser Gegner-Clan hier hat, die kommen auch nicht von irgendwo her. Also wir haben ja auch, ihr müsst euch das mal überlegen, 520 Siege in der Zeit, wo es die Zählungen der Clan-Kriege ja gibt. Und wir haben ja auch wirklich viele Kriege gespielt, aber nicht alle gewonnen. Und dieser Clan hier hat sie alle gewonnen. Ja, also nicht alle, aber 520 ist schon Bord zum Sonntag. Muss ich mal fairerweise anerkennen. Und wir haben hier noch einen Gegnerangriff. Ja, wir schauen einfach mal rein. Den Easy hier, den Esmann, den entlassen wir sowieso gleich, denn der greift gar nicht an. Oder er kommt mal rein, sagt mal guten Tag und dann greift er nicht an. Ich weiß nicht, was er soll, Esmann. An der Stelle, und ich denke mal, hier wird er auch noch mal ganz locker gedreiert. 1 Minute 26 Zeit, ja. Also ihr seht das hier, der Gegner ist schon stark, was Angriffe angeht, weiß genau, was er tut. Und deswegen geht der Sieg auch für den Gegner hier absolut in Ordnung. Aber mal schauen, ich muss in die War Events reingehen, denn so viele haben wir ja wirklich nicht hier. Der Mo hat sich den Elfer entledigt, ja. Die haben wir gesehen, den haben wir gesehen und den haben wir gesehen, den haben wir gesehen. Ja, ich würde sagen, ich gehe einfach mal rein, tausche eben mal den PC gegen das Mobile Device, da greife ich heute wieder an und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Meine Helden sind am Start, bis sofort. So, ihr seht das, ich bin hier auf dem Mobile Device, also man sieht das leider immer bei den Android-Geräten, dass rechts und links so ein schwarzer Balken ist und das macht aber nichts. Ich habe das schön groß hier vor mir. Also würde ich sagen, wir machen unseren Clan-Kriegsangriff. Wir kneifen nochmal die Pobacken zusammen und machen hier die 5, 21 Minuten noch. Ich weiß nicht, den könnte ich mir sogar anschauen. Ich glaube, den
den gucke ich mir ganz, ganz kurz mal in Schnelligkeit an. Dann weiß ich nämlich, was in der Clanburg ist. Also auch, okay, der Miet hat das hier auch mit Loons probiert. Und, oh, halt. Was war denn da? Was war denn da in der Ecke? Was war hier in der Ecke? Oh, da müssen wir nochmal ganz, ganz genau hingucken. Denn hier steht ein Troll-Tesla. Die Base ist ja noch nicht angegriffen gewesen. Und, deswegen muss ich hier mal gerade so ein bisschen genauer hinschauen. Jawohl, da ist ein Troll-Tesla, alles klar. Oh, dann wissen wir doch Bescheid. Ja, dann wissen wir doch Bescheid, was wir machen müssen. Und ich gehe jetzt auf Attack. Jo, ein Stern ist erst geholt worden. Ich habe Gift dabei, ich habe drei. Ja, ich habe zwei Freeze dabei, denn ich will den Luftfeger freezen. Und ich würde sagen, wir gehen trotzdem rein hier. Ich habe eigentlich vor, drei Luftabwehren hier zu schaffen. Mal sehen, ob und wie mir das gelingt. Das ist ja hier die große Frage. Das Rathaus ist mir jetzt erstmal egal. Denn wir müssen hier in die Base reinkommen. Und ich weiß schon ganz genau, wie meine Truppen laufen werden. Die werden jetzt natürlich auf den laufen hier. Und ich wollte eigentlich mal schauen, wie der Golem läuft. Ah, der läuft auch so kacke. Okay. Also die Golems laufen hier einfach doof und laufen nämlich beide zur Kanone. Jetzt sind meine Magier hier unten relativ ungeschützt. Aber mal sehen, ob ich hier mit meinen ganz, ganz vielen Mauerbrechern nicht beide Mauern aufkriege. Jawohl, das ist mir hier gelungen. Und dann schicke ich hier mal die Meute hier rein und King und Queen hier noch mit rein. Mein Sprung soll genau hier hingehen. So, mal schauen. Ich muss jetzt eben mal ein bisschen nach unten sprechen. Und ja, okay. Mal sehen, wie wir das an der Stelle hier hinkriegen. So, den hau ich schon mal rein hier. Und jetzt passt auf. So, das machen wir mal hier. Und den hier rein. Oh, meine Queen verrecken hier fast. Okay, das macht aber nichts. Dann hauen wir hier mal die Zauber raus. Erste Freeze ist raus hier an der Stelle. Und shit. Dieser scheiß Feger, ne? Dieser blöde Feger. Ich habe ihn ja eigentlich habe ich den Feger das erste Mal ja schon gefrostet. Und boah, hier gibt es so viel Feuer in der Base. Ah, das kannst du knicken, ey. Das kannst du echt knicken. Nicht mal einen Stern geholt hier. Ich meine, der R9er hat hier einen Stern drauf geholt und ich keinen Stern. Aber es war Mut zur Lücke und volles Risiko auf diese Base hier wenigstens den zweiten Stern rauszuholen. Aber am Ende habe ich nicht mal einen Stern geholt. Naja, ist nicht so schlimm, sage ich ja immer. Und ich gucke mir noch mal gerade die Wiederholung an. Ah ne, Rorschach hat noch einen Stern geholt. Rorschach hat hier noch einen Stern geholt. Tolle Wurst, hat er also doch noch angegriffen. Ich habe nichts mehr geholt. Wie schlecht war ich denn eigentlich? Ich meine, Golalun kann nicht so schwer sein auf so eine Base. Ich meine, du hast hier drei Luftabwehren und die vierte steht auch noch hier. Die wollte ich eigentlich nur überhaben. Nur dieser doofe Feger. Und ich weiß gar nicht, was mich hier geritten hat. Also machen wir mal kurze Analyse, wie das Ganze hier so war. Also erstmal Bogi, Bogi, Bogi. Ja, die laufen echt kacke. Ich meine, kann der andere eine Golem nicht auf irgendeine andere Ecke laufen. Jetzt laufen sie beide hier auf den Minenwerfer und ja, meine Mauerbrecher gehen auch noch ganz gut durch. Also Ziel bis hierhin erreicht. Das war eigentlich noch ganz gut. Golems gehen jetzt mit rein und ich habe hier ja recht tiefstehend den Multi-Inferno eigentlich. Also der erreicht meine Truppen ja erst, wenn sie hier am Bogenschützenturm, da ist er, springen. Und mal sehen, King ist mit drin, Queen ist mit drin. Ja. Hier lebt auch noch alles. Mann, Mann, Mann. Was war denn daran jetzt so doof? Hier lebt noch die Queen. Und da hinten sind zwei Tesla. Ja, ich denke mal mit den Loons. Das hat absolut nicht funktioniert hier. Und da ist nur ein Level 2 Single Inferno. Wir gucken mal weiter. Was eigentlich das Problem war, ja, dieser beknackte Feger wieder. Und Queen hatte ich allerdings schon gezündet. Also hier kam ich einfach blöde in die Base rein.
Ich weiß ja, dass hier viel Flächenschaden ist von den Magiertürmen, aber das sollten eigentlich diese Masse an Loons hier wenigstens schaffen. Und die packen ja gar nichts. Die packen ja nichts. Sind die Loons auf Level 6 nicht so gut? Naja. Was willst du machen? Rorschach schmeißen wir wahrscheinlich trotzdem raus. Und auch den EZ Aiming. Ich gucke mal, ob der jetzt schon Angriff gemacht hat. Immer noch nicht, ja? Ich meine, ja, er hat jetzt eben berichtet, dass er was Trauriges in der Familie hat, aber... Ach. Ihr hört das hier so ein bisschen von mir, ja? Ist raus hier und der Rorschach wird auch rausfliegen. So späte Angriffe hier als RH9 zu machen, das geht einfach nicht. Macht nichts. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Da mir niemand in die Kommentare geantwortet hat, ob ich am Freitag streame, weiß ich immer noch nicht, ob ich am Freitag, also heute, ihr seht ja das Video heute Mittag, überhaupt einen Stream anwerfe. Und wir machen hier aber ganz, ganz fröhlich weiter. CK, also 520 CK-Siege, der Gegner war ein echt harter Brocken, so heißt die Folge ja auch eigentlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin, euer Toto. Clash.